Hallo, ich bin Patrick und ich zeige euch jetzt, wie man das Steiner Vorsatzgerät anschaltet und scharf stellt. Also unsere Waffe ist eingeschossen mit dem Zielfernrohr. Das heißt, wir können jetzt starten mit dem Einschießen von dem Vorsatzgerät. Und um es anzuschalten, drücken wir die linke Pfeiltaste. Insgesamt haben wir hier fünf Tasten, eine Menütaste in der Mitte, sowie links und rechts und oben unten eine Pfeiltaste. Und wir nutzen die linke, um das Gerät anzuschalten. Hierfür drücken wir ungefähr 3 Sekunden lang auf die Taste. Und jetzt ist das Gerät eingeschaltet. Beim Zielfernrohr haben wir erstmal unseren Dioptrienausgleich eingestellt. Dann drehen wir die Vergrößerung auf die niedrigstmöglichste Vergrößerung. In dem Fall haben wir jetzt eine Vergrößerung von dreifach. Jetzt greifen wir vorne zum Objektiv und drehen hier so lange, bis wir ein scharfes Bild erhalten. So, das Bild ist jetzt scharf und wir können jetzt anfangen, das Vorsatzgerät einzuschießen.